U19 Oberliga-Duell zwischen dem TSV Kropp und dem Heider SV. Für den TSV ist es die erste Oberliga-Partie in der Rückrunde, konnten in den Testspielen aber überzeugen. Zuletzt gab es ein deutliches 4:0 gegen Jevenstedt. Die Gäste hingegen durften schon einen Sieg in der Rückrunde einfahren, gewannen gegen Altenholz klar mit 7:0 und sind dazu noch seit 8 Ligapartien ungeschlagen. Keine leichte Aufgabe für den TSV. Die Hausherren haben die erste Möglichkeit der Partie. Gut durchgesteckt, auf von fern. Doch wir hören den Pfiff und sehen im Hintergrund die Fahne von Assistent Einfeld. Von fern startet zu früh und ist damit eine Fußlänge im Abseits. Es ist ein intensives, aber chancenarmes Spiel zwischen den beiden Teams. Kurz vor der Pause werden die Gäste dann nochmal gefährlich. Schöner Pass auf Jessert und der bleibt eiskalt vorm Tor. Das 0:1, 4 Minuten vor dem Halbzeitpfiff und Saisontor Nummer 16 für Dennis Jessert. Damit wieder die Nummer 1 in der Jagd um die Torjägerkrone der U19 Oberliga. Das 0:1 ist dann auch der Pausenstand und Kropp kommt direkt mit viel Feuer aus der Kabine. Gaschka mit der Drehung und dem Abschluss. Das Aluminium rettet für die Gäste. Das war hauchzart am Ausgleich vorbei. Und die Gastgeber drücken jetzt auf das 1:1. Mal über einen Freistoß, getreten von Lorenzen. Chaos im Strafraum, der Ball noch nicht aus der Gefahrenzone. Der Ball kommt nochmal auf Jakobsen, doch kein Problem für Lichtwald im SV-Tor. Aber auch Heide spielt offensiv nach vorne. Immer wieder wird Jessert gesucht, der Winkel jedoch etwas zu spitz für einen gefährlichen Abschluss. Die anschließende Ecke, scharf getreten an den Fünfer und dann zappelt das Ding im Netz. 0:2 mit freundlicher Unterstützung von Lorenzen, will den Ball hier per Kopf klären und verlängert den dann ins eigene Tor, ganz unglücklich. Kropp gibt sich aber nicht auf. Thompson schlägt den einfach mal lang aufs Tor und dann wird es ganz brenzlig. Der Ball kann jedoch mit vereinten Kräften geklärt werden. Was für ein Bock von Lichtwald, macht es hier fast noch einmal spannend. Das ist dann aber die letzte Szene in diesem Oberliga-Duell. Der Heider SV gewinnt mit 2:0 gegen den TSV Kropp und ist jetzt seit 9 Ligaspielen ungeschlagen. Der TSV heute mit einer soliden Vorstellung, aber nicht mit dem nötigen Situationsglück. Ich würde sagen, das Laufverhalten hat gestimmt, Zweikampfverhalten auch meistens. Aber auf jeden Fall kann man darauf aufbauen auf das Spiel. War ein sehr schwieriges Spiel, weil es ein schwieriger Platz war, schlechter Platz und ein Gegner, der sehr an einem dran war, sehr tief stand, viel verteidigt hat. Also ein Pflichtsieg würde ich sagen, Arbeitssieg. Gut gespielt haben wir nicht, aber so ist es nun mal am Ende. Auf jeden Fall, weil es erstmal ein schwächerer Gegner ist, kann man schon mal optimistischer reingehen. Und auch, weil man halt aus diesem Spiel gute Sachen mitnehmen kann. Die Abstimmung muss besser werden. Also in allen Bereichen, in allen Mannschaftszeilen, Abwehr, Angriff, Mittelfeld. Oft hatten wir Bälle, wo wir uns nicht einig waren, wer hingeht. Ansonsten haben wir trotzdem gute Ansätze gesehen im Spielaufbau. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mehr Chancen rausspielen. Der Sieg dann auch ein passendes Geschenk zum Geburtstag von SV-Spieler Müller. Wir von Elfkick TV wünschen natürlich auch alles Gute.